Das ist heute alles für dich. Dann schau, wie ich Mittagessen gespart. Fangen wir mit dem nächsten an. Es liegt einmal. Ja, bitte kommen die ganzen Ampullen in der Nase. Nee. Ja, das wiegt einmal kurz am Kinn, nicht erschrecken. Die 11 Milliliter könnte ich bei dir auch auf einer Seite verbrauchen. Die Oma geht was rein. Zu laut sein. Die Hängepartie ist weg, ne? Wir haben hier eine durchgezogene Linie wieder. So ist wirklich schon mega. Ja, ja. Ich wollte ja in die Schulpflicht kommen. Ja, du kleine Du. So, was jetzt? Jetzt kommt es hin, das kommt Butter. Kopf anlegen, ja. Klappe halten, nicht grinsen. Genau, Augenbrauen hochziehen, locker lassen. Guck mal, böse. Hier ist es. Mit Kuss. Kannst du das ein bisschen sanfter machen? War das besser? Nein. Das ist schon der absolute Burner hier, ne? Die häufigste Frage, die wir tatsächlich von unseren Followern bekommen haben, wie schafft man es im mittleren Alter wirklich noch so gut gelaunt zu sein und was ist dein Geheimnis für deine Lebensfreude? Ich bin positiv, mir ist es im Leben immer gut gegangen und habe ein schönes Leben geführt, gerne gearbeitet und umgebe mich gern mit Menschen. Du bist ja wirklich ein ordentlicher Sprücheklopfer, trägst dein Herz auf der Zunge, oder? Nicht immer. Wenn mir Menschen sympathisch sind, ja, aber ansonsten kann ich auch den Mund halten. Ich hatte so viel Spaß bei unserer Behandlung. War ja auch sehr unterhaltsam. Ich hatte immer zwischendurch die Möglichkeit, im Spiel zu sehen, was er geschafft hat. Da habe ich manchmal so gesagt, da guckt dir jemand Jüngeres entgegen. Ja, ja. Und bist du happy mit dem Ergebnis? Sehr. Sehr. Ist wirklich sehr schön. Also ich muss auch sagen, es ist komplett natürlich. Darf ich dich einmal ins Seitenprofil drehen? Aber gerne. Wenn man diese tolle Jawline jetzt sieht, eine kerzengerade Nase und vor allem die Natürlichkeit, ich finde, das steht dir super. Vor allem altersgerecht, so wie es sein soll. Mit der Einschulung hat es nochmal geklappt? Nee, die wollten mich noch ein Jahr warten lassen. Ich habe nur Bilder von vorher gesehen. Ja. Und vor allem durch die Nase, die wir gemacht haben, siehst du freundlicher aus. Ja, natürlich. Dieser kleine Haken. Auch, dass das Gesicht so ein bisschen geliftet ist, das macht einfach sympathisch. Man sieht ein bisschen frischer aus. Hat sich die Nase verändert über die Zeit? Ist ja, ja. Ja, die ist runtergegangen. Und dann haben wir das wieder angehoben. Vielleicht habe ich aber auch zu oft eins auf die Nase gekriegt. Das weiß ich nicht, wie deine Ehe gelaufen ist. So. Bei meinem Mann und mir gab es nie ein Ich. Es gab immer nur ein Wir. Zeig mal das Foto. Ihr habt einen Löwen in der Hand. Erkennt man sie noch? Wunderbar. War das die allererste Beauty-Behandlung, die du je hattest? Nein, nein. Ich hatte also schon Beauty-Behandlungen vorher, auch mit leichten Unterspritzungen. Mhm. Aber die eigentlich nicht den Erfolg bei mir gebracht hat. Das war nicht das Nonplusultra. Das war diesmal was anderes. Ja, muss ich wirklich sagen. Das freut mich total, weil wir machen das wirklich mit Herzblut. Und gerade wenn wir so Patientinnen haben wie dich, mir geht immer das Herz auf, wenn man dann auch diese Reaktion sieht. Was machen Beauty-Behandlungen für dich aus? Würdest du sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil oder eher weniger? Du hast ja früher schon ein bisschen mal was machen lassen, jetzt. Aber Schönheit ist ja für dich eigentlich auch eine innere Sache, dass du sagst, ne, ich möchte. Auch, aber beides ist kompatibel. Ich muss auch das Gefühl haben, wenn ich in den Spiegel gucke, dass ich mir gefalle. Da muss ich nicht eitel und sage, ach, was bin ich schön, sondern ich muss einfach das Gefühl haben, ich gefalle mir. Zufriedenheit einfach. Ja. Ja. Das strahlt alles aus. Ja. Und da gehört eben das zu, ich will nicht mit ganz jungen Leuten konkurrieren. Mhm. Ich will mir gefallen und ich will einfach, wenn ich in den Spiegel gucke, freuen, mich zu sehen. Schön. Ich finde, du bist eine Inspiration für ganz viele Leute und wir haben so viel positives Feedback gekriegt, einfach auf deine Herzlichkeit hin und dass die Leute gesagt haben, wie schafft die Frau das, die ganze Zeit einfach so gut gelaunt zu sein, so eine tiefe Sprüchekiste zu haben. Das war wirklich der Wahnsinn. Finde ich tatsächlich auch, ist ein Punkt, der Schönheit ausmacht, eine Ausstrahlung. Ja. Und gerade die hast du. Die hast du vorher gehabt, die hast du mitgebracht. Ich hoffe, die wir konnten die noch gehoben. Mal untermalen noch einmal. Ihr habt das gehoben. Was ist dein nächster Beauty-Wunsch? Wenn du jetzt sagen könntest, ich möchte was machen lassen, heute. Ich würde ganz gerne an den Lippen etwas machen. Schön modellierte Lippen. Leicht. Das ist dein nächster Wunsch? Ja. Dann erfüllen wir dir den. Machen wir bei dir so. Oh, danke schön. Und das machen wir das nächste Mal. Nächste Mal? Dann machen wir ein schönes Video auch zu. Und ihr dürft dabei sein.
Ja, sehr. Und, ja, wird auch, aber nur, wird auch cool. Wenn du deine Sprüchekiste wieder mitbringst. Ja, ja, ein paar kleine Witzchen. Ne? Ja. Eben, und dann machen wir ein ganz, ganz tolles Lippenergebnis. Diesmal wird aber Nick dran sein. Ja, was hältst du davon, wenn wir vielleicht noch ein bisschen was gegen diese Blissé-Fältchen tun? Die Mundpartie ein bisschen. Generell die ganze Mundpartie, ne? Ja. Wir wollen dir jetzt zum Beispiel keine dicken Lippen zaubern. Nein. Wir wollen, dass du um die Lippen zum einen das Volumen bekommst, was du früher einmal hattest. Also ja, da einfach wieder dieses Natürliche mit ein bisschen mehr Frische. Ja. Aber auch diese Fältchen um den Mund, die den Mund so ein bisschen eingefallen aussehen lassen. Ja. Das werden wir einfach ein bisschen wieder frisch aussehen lassen. Ich freue mich. Wir uns vor allem. Was wäre dein Rat an unsere jüngeren Zuschauer, die einfach sagen, ich möchte im höheren Alter auch noch so gut gelaunt sein und auch noch so gut aussehen? Immer positiv denken. Das ist sehr, sehr wichtig. Sich selbst nicht so wichtig nehmen, aber andere nicht super wichtig nehmen. Dieses Leichte ist wichtig. Leichtigkeit im Leben. Schön. Würdest du sagen, das Leben wird lebenswerter im höheren Alter? Ja. Ja? Aber zumindest nimmt es nicht ab. Man hat einen Rückblick positiv, man kann das Negative ausschalten. Hat dir das optische Altern, fiel dir das schwer? Nein, überhaupt nicht. Nein? Nein, gar nicht. Weil mir persönlich fällt das schwer. So zumindest haben wir Angst davor. Ich habe Angst davor. Ja. Ich habe auch Angst davor zu sagen, okay, irgendwann verliere ich etwas. Weil du gewinnst doch was dazu. Erfahrung. Ja. Einen ganz anderen Blick auf die Welt. Hast du recht, absolut. Vom Aussehen her, dass man sagt, okay, man verliert irgendwo etwas. Nein, ja, nein, 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 nein. Geh davon aus, du verlierst überhaupt nichts. Haare gar nichts. Ich schon verloren. Ja, gut, okay, aber das ist doch kein Problem. Aber genau deswegen inspirierst du mich. Also ich kann sehen, dass es wirklich Leute gibt, die so voller Lebensfreude strotzen im mittleren Alter und höheren Alter, dass das wirklich inspiriert. Viele sagen ja, ab einem gewissen Alter kann es einem doch egal sein. Um Gottes Willen, nein. Finde ich auch nicht. Zum Beispiel, kleine Kinder sagen immer, ja, mit 30 ist das Leben vorbei. Ja, ja, wenn man dann 30 ist, denkt man, ja gut, jetzt fängt es jetzt langsam erst richtig an. Ich kann mir vorstellen, dass man sagt, alles klar, wenn man auch über die 40 kommt, wie du jetzt so langsam bist, dann kann man auch sagen, jetzt fängt es erst 40. An. Warum nicht bald weitermachen? Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, du hast mich auch positiv inspiriert, dass ich einfach gesehen habe, hey, es macht super Spaß mit dir, es macht im höheren Alter auch Spaß zu leben und einfach diese positive Lebenseinstellung, das überträgt sich. Du infizierst Leute damit, das ist tatsächlich infektiös, diese gute Laune von dir. Eine absolute Bereicherung für alle. Wir wollten Dankeschön sagen, wir sind super war happy. Ja auch der Grund, ne, weil wir gesagt haben, wir müssen dich gerne einfach nochmal zu uns einladen. Das war so ein toller Eindruck, den wir auch gerne an euch weitergeben möchten, zu zeigen, es ist eine Einstellung, es ist ein Lifestyle, es ist ein Mindset vor allem, auch den wir weitertragen möchten, was Beauty ist, was gute Laune ist, was Ausstrahlung ist, und möchten wir einfach nochmal Danke sagen. Ich kann nur jedem raten, wenn er das Gefühl hat, er möchte an sich etwas tun, für sich, dann soll er es tun. Ich kenne das von mir, wenn ich meine Beauty-Behandlung mache, ich fühle mich einfach deutlich besser danach. Das ist einfach so. Und auch wenn andere Leute dann sagen, du hast das doch gar nicht nötig gehabt. Nötig hat man nie etwas. Aber man fühlt sich einfach gut und das überträgt sich dann auch auf die anderen Leute. Und das ist ein ganz, ist ganz tolles so. Gefühl. Und ich glaube, das können nur die Leute nachempfinden, die sowas tatsächlich mal gemacht haben. Ja, also ich bin ganz, ganz glücklich und ich freue mich über das Geschenk. Herzlichen Dank. Ja, darauf kommen wir zurück. Nick wird das dann machen. Ich mache das nächste Mal. Warum? Weil ich schon diese tolle Erfahrung mit dir einmal erleben durfte. Ich zauber dir ein paar wunderschöne Lippen. Und ich habe schon so viele herbe Sprüche von dir gekriegt, ich kann nicht mehr. Gut. Lippen als nächstes. Wirklich wundervolle Momente hast du uns beschert. Dann sehen wir dich das nächste Mal. Rede ich noch einmal. Guckt euch mal bitte diese tolle Jawline an. Hier war früher der tiefste Punkt, das haben wir wirklich super durchgezogen. Die Nase steht toll und vor allem ganz, ganz natürlich, was eine hübsche Frau. Und wenn ihr auch sowas haben wollt, ruhig einfach auf www.estetify.de gehen. Da könnt ihr einen Termin ausmachen. Wir sehen euch das nächste Mal. Wir freuen uns auf euch. Schauen wir mal, was wird. Ja. Was wird. Ciao, ciao.